Ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Freelancer. Wir sind gerade auf dem Weg nach Manhattan, wo Juni einen neuen Auftrag für uns hat. Den werden wir mal schnell annehmen. Mal schauen, was da wird. Wir sind auch schon fast da. Das ist der Planet. Ich will den anderen Blick. Ja. Ist, dann mache ich das halt so. Andocking so. Andocken. Will er uns doch tatsächlich ärgern. So. Jojo. Jojo, mach mal. Na gut. Ja, mach mal. Zurück auf Manhattan. Da ist die Juni. Schöner Hintern. Bisschen eckig, aber sonst gut. Juni, was ist los? Hierüber. Was ist passiert? Nichts. Oder doch? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Ashcroft ist weg. Er war auf einem Liberty-Schlachtschiff in einer Hochsicherheitszelle von bewaffneten Wachen umgeben. Trent, da kann man nicht entkommen. Nach unserem letzten Auftrag hatte ich noch ein paar Fragen zu seiner Rheinland-Verbindung. Als ich ankam, war er weg. Wer würde ihn verlegen, ohne Ihnen Bescheid zu sagen? Er wurde nicht verlegt. Alle Protokolle seiner Verhaftung sind gelöscht worden. Sogar die Wachen wurden ausgetauscht. Sie sagen, sie hätten nie von Sean Ashcroft gehört. Was glauben Sie, geht da vor? Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht alles. Walker. Er ist auch weg. Walker ist weg? Aber er ist Kapitän eines Marinekreuzers. Schiffskapitäne verschwinden doch nicht einfach spurlos. Ihre Schiffe auch nicht. Es wird als vermisst geführt. Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Das ist unmöglich. Um uns herum verschwinden Leute drin. Aber wir sind noch da. Was machen wir? Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Zuletzt war Walkers Schiff in Kalifornien stationiert. Dort muss ihn jemand gesehen haben. Da fangen wir an. Machen Sie mit? Chlor. Kriegen wir locker hin. Wann brechen wir auf? In ein paar Minuten. Vorher habe ich drinnen noch was zu erledigen. Passen Sie auf sich auf. Behalten Sie unsere Schiffe im Auge, okay? Mr. Trent, wir müssen uns unbedingt unterhalten. Und ach, warum? Da rauchen mit dem Ei. Weil wir die letzten beiden sind. Die letzten was? Überlebenden von Freihafen 7, Mr. Trent. Sie und ich, wir sind die letzten in Liberty. Alle anderen sind entweder tot oder vermisst. Moment, ich kenne Sie. Aus dem Rettungsschiff. Was ist da draußen passiert? Die haben etwas gesucht. Ich bin ein Dieb, Mr. Trent. Ich sollte in Freihafen 7 etwas abliefern, das eine bestimmte Partei dringend brauchte. Offenbar waren sie nicht allein. Sie sagen, das passierte alles nur wegen Ihnen? Nicht wegen mir, Mr. Trent. Deswegen. Das da haben sie gesucht. Und jetzt suchen sie uns. Wir müssen so weit weg von hier wie möglich. Oh, Scheiße. Immer wir. Keine Bewegung. Los, Hände hoch. Moment mal, ich kann alles erklären. Ich habe meine Befehle. Alle Artefaktschmuggler gelten als Staatsfeinde und sind sofort zu erschießen. Keine Bewegung. Ich bin Agentin der Liberty Security Force. Dieser Mann ist ein Freelancer, der im Auftrag für mich arbeitet. Aber er handelt mit illegalen Artefakten. Dann verhaften Sie ihn. Was? Das kann ich leider nicht tun. Soldat, Sie haben den Liberty Code auf die Gesetze geschworen. Sie haben keine Wahl. Wenn er verdächtig ist, nehmen Sie ihn fest. Laut Gesetz steht ihm ein fairer Prozess zu. Das war einmal. Er wollte mich töten. Was sollte das mit dem verhaften? Er hätte uns beide getötet. Wer ist das? Keine Ahnung, aber er hatte wohl recht. Liberty ist für uns nicht mehr sicher. Wir müssen verschwinden. Nein, Trent, was ist mit Walker? Wenn wir tot sind, nützen wir Walker auch nichts. Sehen Sie diesen Mann? Der arbeitet bestimmt nicht allein. Juni, wir müssen zusammenbleiben und wir brauchen Zeit und Abstand, um das zu klären. Ich weiß einen Ort. Folgen Sie mir. Ja, ist wohl eine gute Idee. Ganz schnell hier weg. Ganz schnell hier weg. Reparieren wir schnell alles und dann hauen wir ab.
Ich bin ein bisschen gefährlich geworden hier in Liberty. Reparatur abgeschlossen. Verkaufen. Noch schnell verkaufen, noch schnell open. Ich hab Angst. Ja, den haben wir ja. Haben wir auch. Teil haben wir auch. Haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Haben wir ganz schön was weggesammelt das letzte Mal. Hier ist nix. Achso, das hier kann weg. Okay. Gucken wir mal, was hier noch ist. Dann haben wir hier ab. Sind wir alle ein bisschen suspekt. Alles loswerden. Nicht in die Bar. Gesoffen haben wir schon genug. Weiter geht's. Los weg hier, bevor die jetzt alle anhauen. Wir müssen aus dem Liberty-System. Hat auch schon gerade entkommen. Was ist der Plan? Zuerst nach Fort Bush und dann in die Badlands. Wenn die Marine die Toten auf dem Landepad findet, macht sie alle Handelsrouten dicht. Wir müssen uns beeilen. Okay. Hier Liberty Marine. Stoppen Sie die Triebwerke. Wir werden Sie in Gewahrsam nehmen. Was? Nee. Sie haben die Handelsroute nach Fort Bush gesperrt? Los, wir müssen sofort hier weg. Wie denn? Wohin denn? West Point. Das ist der einzige Weg. Die Unity blockiert den Eingang. Wir sind umzingelt. Trent, ja. Hier kommen wir nicht mehr raus. Ja, das ist toll. Danke. Ja, das war's dann mit Let's Play Freelancer. Wir kommen hier nicht mehr raus. War auch schön, dass ihr eingeschaltet habt. War etwas kürzer das Spiel, als ich gedacht habe. Ich erfasse weitere Gegner, die von Manhattan kommen. Es sind einfach zu viele. Tut ja, mir leid. Ja. Juni hier, King. Setzen Sie Kurs auf West Point. King! Hier, Walker. Wir kümmern uns um das Schlachtschiff. An alle. Feuer frei. Wiederhole. An alle. Feuer frei. Das ist West Point, okay. Andocken wir. Code Rot! Wiederhole, Code Rot! Hier Schlachtschiff Unity, wir werden angegriffen, schwere Verluste! Brauchen sofort Hilfe! Alle verfügbaren Einheiten, bitte 6er Manhattan 0101 anfliegen! Wiederhole! Bitte kommen Sie in Sektor! Alle Mann von Bord! Ich wiederhole, das ist ein Befehl! Alle Mann von... Tut mir ja leid, Leute, aber warum habt ihr uns auch angegriffen? Und du? Hier Lambda 1 an alle Jägergruppen. Die verbliebenen Jäger abfangen. Over. Die Handelsroute ist frei. Juni, Trent, verschwindet. King, Sie ebenfalls. Was ist mit Ihnen? Ich bin okay. Geht jetzt. Okay, hau ab. Ist ja nicht so, dass ich... Warum fliegen wir so langsam? Trent, mehr Energie auf die Triebwerke. Ja, ich mach ja schon, ich mach ja schon. Meine Güte, das ist der Autopilot. Feindkontakt hat mich im Wien. Autopilot im Andocken ist nicht immer das Schönste. Ich habe einen Feind vor mir. Das wird ganz schön hart. West Point weiß, dass wir unterwegs sind. Was ist Ihr Plan? Wir müssen zu den Badlands. Dort gibt es ein Versteck für uns. Verstanden. Lambda 4 und Lambda 5, Flankenposition einnehmen. Direkten Kurs zur alten Handelsroute nach Station Ithaca setzen. Feindliche Jäger entdeckt. Komm schnell näher. Da kommen sie. Mehrere Geschwader Marinejäger. Na ganz toll. Verstanden. Schnell, Trent. Wir müssen zu den Badlands. Sie übernehmen die Spitze. Lambda 4 wurde abgeschossen. Rasch! Lambda 5 wurde zerstört. Wir müssen hier weg. Sofort. Ja, ja, ich mache ja schon. Ich mache ja schon. Ich
Boah, ihr Falsch. Mach da durch! Mach da durch! Und da mich! Ja. Die Badlands verbergen uns vor ihren Scannern. Die Marine wird uns wohl nicht hierher folgen. Verdammt, das war knapp. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Danke, dass Sie uns rausgeholt haben. Das sah gar nicht gut aus. Danken Sie, Walker. Als er mir sagte, dass Trent zu den meistgesuchten der Marine gehört, wusste ich, dass Sie Ärger bekommen würden. Was? Er wird wegen Mord, Artefaktschmuggel, Hochverrat und der Zerstörung von Freihafen 7 gesucht. Eine eindrucksvolle Liste. Hören Sie, ich muss mich mit Walker bei Detroit treffen. Bleiben Sie eine Weile in Deckung. Ich melde mich. Trent, ich habe neue Koordinaten hochgeladen. Sie werden einen Freund von mir treffen. Fliegen Sie vor. Okay. Hoffentlich greift er sich auch noch an. Aber deine Freunde waren bisher ganz gut, Juni, also ich vertraue dir dabei. Alles ist sowieso besser als Manhattan. Was ist das denn? Nächster Einsatz für die fliegende Schiffe, dies ist Sperrgebiet. Kehren Sie sofort um. Dr. Van Pelt, hier Junko. Junko Zane. Juni, bist du das? Ich habe Neuigkeiten über dich auf dem sicheren Kanal gehört. Was geht hier vor? Keine Zeit für Erklärungen. Wir brauchen ein Versteck. Du hast Undock-Erlaubnis. Wir sehen uns auf Deck. Na Gott sei Dank. Bisschen was reparieren, aufwerten müssen, aufrüsten müssen wir auch. Wir haben wieder haufenweise Schilde verloren. Da. Station Bradford. Mitten im Nichts. In den Badlands. Immer rein da. So. Juni, du hast es geschafft. Der abhörsichere Kanal ist voll von Berichten über dich. Das ist Trent. Van Pelt ist mein Name, junger Mann. Willkommen. Wir müssen eine Weile abtauchen. Dann seid ihr hier am richtigen Ort. Hier kommt nur einmal im Monat ein Versorgungsschiff vorbei. Wenn Sie die Frage nicht stört, was machen Sie hier draußen? Ich studiere die Anomalien der Badlands. Die Station, die Sie hier sehen, war mal Teil eines Experiments zum Auffüllen von Libertys schwindenden Ressourcen. Das war natürlich lange vor der Knappschaft der Gasschürfer. Davon habe ich nie gehört. Sollten Sie auch nicht. Es gab einen Unfall. Sowas wird in Liberty nicht veröffentlicht. Die Station wurde aufgegeben. Bis auf mich, versteht sich. Sie sind hier ganz allein? Bis auf die Maschinen. Mir gefällt es so. Nicht viel Ablenkung. An alle Kopfgeldjäger und Friedenstruppen in Liberty. Zwei Verdächtige werden zwecks Befragung gesucht. Die Identitätsdaten werden jetzt gesendet. War klar. Sie gelten als bewaffnet und äußerst gefährlich. Übertragung Ende. Juni, was soll das alles? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun. Ja. Ja. Ganz klar, ein Artefakt. Ein Ei. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Fabergé-Ei. Bei Hafen 7 wurde deswegen zerstört. Sein Besitzer wurde vor meinen Augen getötet. Und wir fast auch. Es ist uralt. Selten. Natrium-Kristallstruktur. Noch aktiv. Ihr könntet's mal mit Quintain versuchen. Mit was, Doktor? Nicht mit was, mit wem? Professor Roland Quintain aus Cambridge. Ich kann euch nicht helfen, aber er vielleicht. Er ist ein renommierter Xeno-Archäologe. Ich verstehe nicht, wobei helfen? Es zu identifizieren. Ich will's nicht identifizieren, ich will's loswerden. Dazu ist es noch zu früh. Es gibt einen Grund für all das hier und wir stecken mittendrin. Wenn wir es behalten, haben wir immerhin noch ein Druckmittel. Ich fürchte, der junge Mann hat recht, Liebes. Oh, das ist großartig. Keine Sorge. In Bretonia seid ihr beide sicher. Bloß, wie kommt ihr dahin? Liberty-Schiffe nähern sich. Der Langstreckenscan zeigt eine Liberty-Patrouille. Sie müssen euch gefolgt sein. Sonst kommen sie nie so weit raus. So viel zum Abtauchen. Das automatische Abwehrsystem wird euch Deckung geben. Nehmt den Hinterausgang. Welchen Hinterausgang?
Die haben hier ein Sprungtor nach Magellan zurückgelassen. Seit dem Unfall wurde es nicht mehr benutzt, aber es funktioniert noch. Es liegt tief in den Badlands. Ich lade gerade die Koordinaten für euch. Was ist mit Ihnen? Ich bin okay. Passt auf euch auf. Viel Glück. Danke. Ihr müsst gehen. Sofort. Komm schon. Ja. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Gut, wir gehen jetzt. Gehen ist immer gut. Juni, die Patrouille kommt näher. Die Interferenz der Anomalie bietet keinen dauerhaften Schutz. Flieg schnell in die Badlands. Unidentifiziertes Schiff, bleiben Sie, wo Sie sind. Sie verletzen den Liberty-Sicherheitscode und können unverzüglich terminiert werden. Liberty-Patrouille, hier Station Benford. Diese Leute unterstehen meiner Verantwortung. Negativ, Benford. Abtrünnige Schiffe anvisieren, auf mein Signal. Oh Gott, von Pate! Feuer! Nein! Los, Trent, wir müssen ihm helfen. Junge, wie denn? Das Verteidigungssystem hält sie auf. Wir verlassen sie nicht. Ja. Ballern wir die Leute noch weg, halt. Ganz eiskalt. Bin ich gar nicht so. Ich erfasse weitere Schiffe im Anflug. Na, ganz toll. Mein Gott. Drei Kreuzer, sie kommen schnell näher. Scheiße. Doktor, sie müssen mit uns kommen. Wir kommen sie abholen. Keine Zeit dafür, die sind schon fast da. Du hast die Koordinaten zu dem Sprungtor. Geh! Ja, ich weiß. Hey, komm. Scheiße, scheiße. Ich habe aber auch keine Schildbatterien mehr. Juni, verschwinden. Du, nichts mehr tun. Erde dich selbst, mach ich auf. Juni! Commander Zane, schalten Sie die Triebwerke ab und ergeben Sie sich! Okay, Trent, wir müssen hier weg. Fliegen Sie zu den Koordinaten, schnell! Sie versuchen zu entkommen! An alle Jägergeschwader! Formation auflösen und verfolgen! Wir müssen es bis zum Sprungtor schaffen! Ja, gute Idee. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, durch das Sprungtor gehen wir aber erst in der nächsten Folge. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Furioses Finale für heute. Tschö! Von Pelz Daten sollten wir ganz in der Nähe des Sprungtors sein.